und wir wollen das zeitgemäß machen und angemessen machen. Selbstverständlich vergessen wir nicht unsere Historie, deutsche Geschichte, ohne Frage. Aber vor allem geht es uns darum zu sagen, wir haben seinerzeit physische Grenzen friedlich, glücklicherweise, friedlich überwunden. Da freuen wir uns drüber und jetzt wollen wir Grenzen in unseren Köpfen überwinden. Darum geht es heute. Wir wollen unsere Solidarität aussprechen mit Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten in mehreren Generationen in Duldung und damit letztlich in Ausgrenzung unserer Gesellschaft leben. Denen wollen wir unsere Solidarität aussprechen. Wir wollen erreichen, dass Menschen, die in diesem Land leben, ihre Kinder zur Welt bringen, zur Schule schicken, letztlich teilnehmen an unserer Gesellschaft, aber eben nicht teilhaben dürfen, dass sich das ändert. Das ist die Message des Tages. Und deshalb bin ich dankbar dem Ahmad Umayrat, dem Ratsherrn der Grünen in Essen, dass er das initiiert hat. Und weil er der integrationspolitische Sprecher ist und weil das genau sein Thema ist, wird er jetzt auch die Hauptrede für Grüne halten. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ja, liebe Gönül, dir nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Und Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, alle anwesenden Freunde des Themas, auch euch möchte ich einen schönen Feiertag wünschen, auch wenn unser Schild auf den Boden fällt. Es gibt immer wieder fleißige Helfer, die dieses Thema aufheben. Ja. Danke, dass ihr alle hier seid. Danke für eure Solidarität, für Menschen, die auf der Flucht sind, für Menschen, die gerade in diesen Zeiten Solidarität brauchen. Das ist auch ein Thema, was uns Grüne, was mich, was viele andere Vereine und Initiativen hier in Essen mittlerweile schon seit 30 Jahren beschäftigt. Es geht um Menschen, das merken wir immer wieder, wenn wir über dieses Thema sprechen. Es geht um Menschen, die nebenan manchmal wohnen, manchmal etwas weiter weg. Deswegen haben wir uns auch entschieden, heute am Tag der Deutschen Einheit, mit dem Motto auf die Straße zu gehen, dass Deutschland auch unsere Heimat ist, dass Essen auch unsere Stadt ist. Zu mir persönlich, mich beschäftigt dieses Thema seit mittlerweile 1983, dem Tag, als ich geboren bin. Staatenlose Menschen haben nicht die gleichen Rechte wie Staatsbürger. 1985 haben sich viele Menschen entschieden, aus dem libanesischen Bürgerkrieg nach Essen zu kommen. Meine Familie war eine davon. Wir sind nach Umwegen nach Essen gekommen. Hier wurden wir im Flüchtlingsheim vom wohlgesinnten Essener Bürgern empfangen. Was soll ich euch erzählen? Das sind jetzt knapp 28 Jahre, in denen ich hier in Essen, in meiner Heimatstadt, lebe. Es waren gute Jahre, bis ich auf einen Umstand aufmerksam geworden bin, dass viele Freunde von mir in den 90er Jahren plötzlich nicht mehr zur Schule gekommen sind, weil sie abgeschoben sind. Dass viele Freunde von mir nicht diesen Ruhrgebietstraum, wenn man 18 ist, einen Führerschein machen und am besten auch noch das Auto, was um die Ecke gebaut wird, auch mal zu fahren. Viele Freunde sind in Essen abgeschoben worden. Damit mussten wir leben, weil wir nichts machen konnten. Wir waren nicht organisiert, unsere Stimme war nicht laut, sie hat auch die Politik nicht erreicht. Es waren andere Themen, die in der Politik wichtig waren. Es waren Themen wie wohin quartieren wir die Libanesen? Am besten alle in den Norden und am besten direkt die Sozialhilfe hinterher. Und dann sollen sie machen, was sie wollen. Jetzt sind die Jahre vergangen. Diese Menschen sind mittlerweile 30 Jahre hier. Knapp die Hälfte von diesen Menschen ist nur geduldet. Das heißt, sie müssen mit Sanktionen im Alltag rechnen. Diese emotionalen Themen haben wir versucht, in Essen in Politik umzuwandeln, Leute. Wir haben einen Verein gegründet, der sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben hat, vor circa 5 Jahren. Wir haben angefangen, Mitglieder für Politik zu interessieren.
die auch für städtische Ämter kandidiert haben, wie den Integrationsrat. Dort wurden diese Themen auch der Politik vorgestellt. Heute schreiben wir Texte über unsere Erfahrungen und so einen Text würde ich Ihnen gerne mal vorlesen, der Sie in den letzten 30 Jahren etwas mitnimmt und Einblick in die Problematik der hier lebenden Geduldeten einführt. Liebe Freunde, liebe Anwesenden, wir reden im 30. Jahr über den unsicheren Status der Geduldeten in Essen. Mittlerweile ist die Lage der vielen Betroffenen prekär. Dass es keine genauen Angaben über Anzahl der geduldeten Menschen und der Menschen mit Fiktionsbescheinigung gibt, lässt darauf schließen, dass man das wahre Ausmaß dieser Umstände verschleiern will. Lediglich die Stadtverwaltung verfügt über entsprechende Zahlen und diese werden nicht öffentlich gemacht. Je nach Einstufung durch die Ausländerbehörde bewegt sich die betroffene Person zwischen Duldung und Fiktionsbescheinigung, oft jahrelang. Bedingt durch diese Forderung der Behörde erst Pass holen, dann Aufenthalt. Das hört sich zunächst nicht sehr dramatisch an. Was soll das für ein Problem sein, für jemanden, der einen Aufenthaltsstatus beantragt hat, einen Pass seines Herkunftslandes zu besorgen? Es klingt absurd, wenn dieses Anliegen einem Menschen gegenüber geäußert wird, der in einem Essener Krankenhaus geboren ist, sein bisheriges Leben ausschließlich in diesem Land verbracht hat, der selbst gar nicht weiß, welches Land es ist, in dem er einen Pass beantragen soll. Genau dieser Situation befinden sich aber immer noch viele dieser Jugendlichen und ihre Eltern. Natürlich sind nicht alle Betroffenen der hier Geborenen, aber es gibt auch zahllose, die mit 3, 4 und 5 Jahren von ihren Eltern in dieses Land mitgebracht wurden und heute junge Erwachsene sind. Hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, eine Ausbildung gemacht. Bei manchen von ihnen haben die Eltern beispielsweise unwahre Angaben über ihre Herkunft gemacht, als sie nach Deutschland eingereist sind. Von deren Kindern wird schon dann mal gefordert, ihre eigenen Eltern anzuzeigen. Ein Dilemma, welches die Betroffenen wohl kaum lösen konnten. Duldung und Fiktion, eine Sackgasse für die Integration. Was bedeutet das für diese Menschen? Eine Duldungsbescheinigung enthält folgenden Satz. Der Inhaber ist ausreisepflichtig. Wie bitte ein Hiergeborener, der in seinem Leben nicht einmal dieses Land verlassen hat, beziehungsweise verlassen durfte, nicht einmal für eine Urlaubsreise, ist zur Ausreise verpflichtet. Wohin denn, frage ich heute? Frage ich heute am Tag der deutschen Einheit. Wohin bitte sollen wir diese Menschen abschieben, liebe Leute? Sagt mir das. Das ist absurd, das bestätigt ihr mit eurem Applaus. Rechtlich ist eine Duldungsbescheinigung eine Aussetzung der Ausschiebung. Und wohin diese Menschen abgeschoben werden sollen, weiß man bei der Ausländerbehörde oft selbst auch nicht. Es gibt neben dieser unwürdigen Einstufung dieser Menschen aber noch einige andere Konsequenzen, die dieser Status mit sich bringt. Einen Führerschein zu machen, wird den Betroffenen in der Regel verwehrt. Ein Beispiel, ein junger Mann hat seine Ausbildung bei einem Essener Betrieb erfolgreich absolviert. Dieser würde ihn auch gerne in Arbeitsverhältnis übernehmen, bei der er selbstständig auf verschiedene Baustellen in der weiteren Umgebung fahren müsste. Die Firma war auch bereit, den dazu benötigten Führerschein zu finanzieren. Da aber der junge Mann aufgrund seiner Duldung keinen Führerschein machen durfte, war ihm die Arbeitsstelle verwehrt. Das, obwohl dieser Mensch in Essen geboren ist und aufgewachsen ist. Eine weitere Einschränkung ist die sogenannte Residenzpflicht, die ja jetzt aktuell für neuankömmliche Flüchtlinge soweit gelöst ist. Aber die alten Flüchtlinge werden in den Gesprächen zwischen Bundesregierung und anderen, so nenne ich die mal, gar nicht erwähnt. Und das ist auch ein Grund, um heute Öffentlichkeit für die Langzeitgeduldeten hier in Essen öffentlich zu erwirken. Das bedeutet, dass die Betroffenen das Bundesland, in dem sie sich befinden, nur auf Antrag verlassen können und das Staatsgebiet schon gar nicht. Wie war das nochmal? Der Inhaber einer Duldungsbescheinigung ist ausreisepflichtig. In einer solch widersprüchlichen Situation befinden sich alleine Essen zahllose junge Menschen. Und das per Gesetz. Die oben schon erwähnte Fiktionsbescheinigung beinhaltet, abgesehen von der Verpflichtung zur Ausreise, die gleichen Einschränkungen für die Lebensführung der Betroffenen. Mit einer Fiktionsbescheinigung wird das Bestehen eines vorläufigen Aufenthaltsrechts nachgewiesen.
dass mit dem bei der Ausländerbehörde gestellten Antrag auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis häufig entsteht. Die Fiktionsbescheinigung wird regelmäßig für den Zeitraum erteilt, in dem die Ausländerbehörde den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis prüft. So ändert sich für die Betroffenen faktisch nichts, aber für die zumeist eine Fiktion ist und bleibt. So wie es Kettenduldungen gibt, eine Duldung nach der anderen alle 3 oder 6 Monate, aber über Jahre und sogar Jahrzehnte, so gibt es für diese Menschen dann Kettenfiktionsbescheinigungen. Das Traurigste an dieser Debatte ist, dass die Jugend die Verlierer der Debatte ist. Kaum Chancen für eine echte Integration, schlechte Lebensbedingungen und kaum Perspektiven. Das macht gerade jungen Menschen anfällig für eine kriminelle Laufbahn. Es ist schwer zu ermessen, wie viel dieser Menschen Talente, potenziell Produktive, allein in Essen schon unserer Gesellschaft verloren gegangen sind. Viel nachhaltiger, integrativer, menschlicher wäre, wenn man den Betroffenen zunächst einen Mindestaufhalt von 3 Jahren und anschließend sie zu deutschen Staatsbürgern macht, endlich in diese Gemeinde voll und ganz zählt. Damit würde zum Beispiel den Ausbildungssuchenden oder Jobsuchenden Jugendlichen und ihren zukünftigen Arbeitgeber die Kontaktaufnahme erleichtern. Es geht um junge Menschen, die schuldlos in einer solchen Zwangssituation geraten sind. Grundsätzlich brauchen wir andere Regelungen für Geduldete. Kein Mensch ist illegal. Stoppt Sondergesetze. Herzlich willkommen. Und das ist das, was ich meine, Leute. Wir übernehmen Verantwortung. Leute mit Staatsbürgerschaft, Neubürger, Alteingesessene, alle stehen heute hier, um zu zeigen, dass sie vielleicht mit diesem Umstand nicht zufrieden sind. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst, wenn es heißt, wir treffen einen Geduldeten, dass wir verstehen, in was für einer Situation er seit Jahren hier in Essen lebt, dass wir Solidarität mit ihnen zeigen, dass wir diesen Menschen sagen, wir sind nicht damit einverstanden, so wie ihr hier lebt. Danke. Entschuldigt für die lange Rede, aber es musste jetzt raus. Dafür sind wir hier, genau genug. Ich werde weiterhin